Oh yes, we are ready for Cyberspace. Das ist nämlich ein tolles Vergnügungsparkgerät hier, wo man einfach mal, ich weiß nicht wie hoch, hier die ganze Zeit, wow, geschaukelt wird. Alter. Wow. Wow, Looping, jawohl, alles klar. Wow. Alter, guckt euch die Stadt an, wie weit man gucken kann, das ist ja der Hammer. Wow. Kurze Schwerelosigkeit stellt sich ein hier. Oh. Ja, da lachen sich noch alle Schrott. Mein Gott, bist du hässlich. Oh. Boah, das ist ja echt ein bisschen wie Achterbahnfahren. Da wird mir ein bisschen schlecht mit der Oculus Rift. Aber das geht schon. Schöne Gebäude, sieht so gut aus hier. Wo sehe ich was? Oh, was kommt denn jetzt? Oh, oh, oh. Ja. Nochmal, komm, mach mal, einen schaffen wir noch. Oh. Ja, da schreit links neben mir zurecht einer. Oh Gott. Ja, was ihr nicht wusstet, das kann das Spiel auch. Und hier sehen wir, also ich bin ziemlich hart aufgeschlagen, so wie es aussieht. Alter, da kommt schon Blaulicht angefahren. Das sieht nicht ganz so schön aus. Wir machen das Ganze nochmal neu hier. So, und dann kommen nochmal die Dingens runter. Und dann versuche ich mich einmal schön abzuschießen. Man kann nämlich, ich kann mich rausschießen hier ganz einfach. Wie ihr gerade gesehen habt. Und das machen wir jetzt mal am schnellstmöglichen Zeitpunkt, glaube ich, wenn das so irgendwie geht. Boah, mir wird echt ein bisschen schwummrig hier gerade. Nicht schlecht, geile Simulation. Sollen wir es jetzt schon machen? Ganz nach vorne. Und. Wow. Oh, wo bin ich denn jetzt hier? Ein Tunnel. Oh Gott. Wo führt der wohl hin? Wow. Und damit sind wir im dritten Spiel hier. Wow. Ich glaube, es heißt Flying Dream. Alter. Wir sind gerade aus dem... Na, aus dieser Röhre natürlich gekommen, aber eigentlich springt man aus dem Flugzeug ab und kann sich dann hier Wingsuit-mäßig über die Landschaft durch diesen Canyon wühlen. Oh, und mit dem Kopf kann ich alles hier steuern, wie ihr seht. Oh. Es ist ein bisschen geiler als eine Achterbahn, weil du halt selber steuern kannst, wo es hingeht. Und dieser 3D-Effekt macht das Ganze so atemberaubend. Oh. Und man kann auf den Kopf fliegen. Ah, nein, und sterben. Ja, da haben wir uns den Nacken angeschrammt. Jetzt sehen wir es auch. Hier links sind meine beiden Piloten. Und wir springen einfach nochmal ab. Weil es so geil ist, dieser freie Flug hier. Wenn man so runter springt, das ist der Hammer. Und dann nimmt man ein bisschen Fahrt auf und kann hier einfach so schön hergleiten. Oder aber auch todesmutig, wie wir sind, sich auf diesen Felsen stürzen. Kurz vorher abdrehen. Über Kopf. Und hier dran vorbei, mal den Felsen hoch. Wir müssen ein bisschen aufpassen, weil es gibt so Map-Begrenzungen. Wenn man da rausfliegt, dann kann man nicht mal weiterfliegen. Können wir irgendwo landen eigentlich? Wow, wir stehen still. Und müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht irgendwo hängen bleiben. Ihr seht, es ist keine wirkliche Fallphysik. Es ist schon so gemacht, dass man auf jeden Fall... Oh, scheiße, das war zu viel. Aus dem Stand wieder Geschwindigkeit kriegt. Also man stürzt sich direkt ab. Oh, aber es ist so geil. Jetzt müsste mir wirklich noch einer Wind ins Gesicht pusten und das Erlebnis wäre perfekt. Die Textur natürlich nicht ganz so schön wie vom Canyon, aber die Struktur dafür umso spannender. Da gibt es hier so schöne Ecken und Lücken, wo man durchfliegen kann, jawohl. Und das Ganze auch auf dem Kopf oder mit einer schönen Schraube. Wir fliegen einmal in die Luft, es geht auch ein bisschen hoch. Machen einen kleinen Salto und dann sage ich danke fürs Zusehen. Das war's mit dieser Folge. Abgefahren, beziehungsweise Oculus Rift.
Oh, scheiße, das war stumpf aufgeklatscht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war jetzt mal ein bisschen anders. Ich habe es hier einfach mal versucht zusammenzuschneiden. Es waren jetzt 3 Spiele. Ich packe die Links in der Beschreibung. Auf jeden Fall ausprobieren, wenn ihr eine Oculus Rift habt. Ich bin der Duki. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.